Guck mal hier, das ist Linux Mint. Und für die Installation auf meinem Windows-PC habe ich ernsthaft weniger als 10 Minuten gebraucht. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen USB-Stick reinstecken und läuft Linux auf dem Rechner gehabt. Und jetzt verstehe ich auch so langsam, warum ihr da draußen immer schreibt, wir sollen nochmal was zu Linux Mint machen. Zum Beispiel in dieser Umfrage hier. Also, hier ist es, das Video zu Linux Mint, der offenbar bei euch beliebtesten Linux-Geschmacksrichtung. Minze. Linux Mint habe ich 2 Wochen lang zum Arbeiten benutzt. Da gab es einiges, was ich ziemlich bemerkenswert fand. Und deshalb gibt es gleich 6 Sachen, die mich bei Linux Mint erstaunt haben. Bleibt dran. Also ich habe ja schon wirklich viele Linuxe in meinem Leben installiert und das ging auch meistens ganz entspannt. Aber Linux Mint ist wirklich das erste Linux, wo ich während des ganzen Installations und vor allem dem ersten Einschaltenprozess niemals gedacht habe, hä, das war jetzt ein bisschen verwirrend, warum steht das da jetzt? Also dieses klassische, ja, drücke ich jetzt einfach mal okay, auch wenn ich nicht genau checke, was die jetzt von mir wollen. Bei Linux Mint war das nicht ein einziges Mal so. Und was ich noch krasser fand, ich habe alle für mich wichtigen Tools wie WireGuard, Dropbox, Steam, OBS und so weiter installiert, ohne ein einziges Mal eine Kommandozeile zu sehen. Alles in der grafischen Benutzeroberfläche. Und das ist direkt der erste von 6 Gründen, warum Linux Mint erstaunlich ist. Grund Nummer 1, die Anwendungsverwaltung ist richtig gut. Eigentlich würde ich das Ding hier ja App Store nennen, aber das ist natürlich genau genommen falsch, weil man hier ja gar nichts kaufen kann. Die Software hier drin ist kostenlos, es gibt rein technisch gar keine Kaufmöglichkeit. Aber das Programm mit dem etwas sperrigen Namen Anwendungsverwaltung fühlt sich tatsächlich ein bisschen so an wie ein etwas aufgeräumterer App Store bei Apple oder Google. Was hier oben angezeigt wird, ist tatsächlich auch von Menschen kuratiert. Und das sind dann auch wirklich die Programme, die viele Leute installieren wollen und nicht die Programme, die Leute in einer perfekten Open-Source-Welt installieren sollten. Also da finden sich dann halt auch ganz pragmatisch neben so Linux-Klassikern wie der Bildbearbeitung GIMP kommerzielle Sachen wie Steam, Spotify oder Microsofts Coding-Tool Visual Studio Code. Eben das, was Leute oft verwenden. Schöne, unbekanntere Sachen sind dann direkt darunter, nämlich die Programme mit den besten Bewertungen. Ja wirklich, die Anwendungsverwaltung hat echte Bewertungen von echten Menschen, die einen auch tatsächlich weiterbringen. Richtig gut gelöst ist das altbekannte Problem, wie installiere ich jetzt eigentlich welches Programm. Ihr kennt das ja vielleicht, es gibt unter Linux mehrere Möglichkeiten, Software zu installieren. Entweder zum Beispiel als Systempaket, bei Debian-basierten Systemen wie Mint, zum Beispiel mit apt bzw. apt-get, bei Arch-basierten Distributionen mit Pacman oder halt zum Beispiel als distributionsübergreifendes Paket wie zum Beispiel Flatpak. Der Vorteil von Flatpak ist, dass das wie gesagt distributionsübergreifend läuft. Das heißt, die Software muss nicht wie bei Systempaketen minutiös an die Distri angepasst werden, weil alle benötigten Bibliotheken mit im Paket liegen. Deshalb sind sie meist auch aktueller. Als Nachteil von Flatpaks gilt oft, dass die Sachen erstmal mehr Speicherplatz brauchen, eben weil ja die ganzen Bibliotheken damit drin sind. Aber Pakete teilen sich gleiche Datenblöcke, das heißt, häufig verwendete Bibliotheken nehmen bei zusätzlichen Installationen keinen zusätzlichen Platz ein. Das Speicherargument fällt also nicht wirklich ins Gewicht. In der Mint-Anwendungsverwaltung kann man bei vielen Programmen aussuchen, ob man die als Systempaket in einer meist älteren Version oder als Flatpak in einer neueren Version installieren will. Einfach so per Dropdown-Menü. Und Linux Mint denkt auch im Detail mit. Man kann nämlich Systempaket und Flatpak-Version gleichzeitig installieren. Und wenn man das macht, wird im Startmenü hinter der Flatpak-Version auch Flatpak angezeigt, damit man weiß, welches welche Version ist. Richtig praktisch. Ja, ich weiß, andere Linux-Distris haben auch App Store-ähnliche Programminstallationstools, aber ich fand bislang keines so schön wie das von Linux Mint. Grund Nummer 2, Linux Mint ist ein Anti-Ubuntu, obwohl es auf Ubuntu basiert. Ja, das ist ein kurioser Widerspruch. Linux Mint wird von einem vergleichsweise kleinen Entwicklungsteam betreut und das ist nur möglich, weil große Teile vom großen Ubuntu verwendet werden. Linux Mint ist also quasi ein Ubuntu-Remix, das aber konsequent Dinge anders machen will als Ubuntu. Während Ubuntu zum Beispiel standardmäßig als Desktop-Umgebung ein aktuelles GNOME verwendet, nimmt Mint das selbstentwickelte Cinnamon, das vereinfacht gesagt auf einer älteren GNOME-Version basiert. So hat GNOME seit Version 3 keine klassische Taskleiste mehr. Cinnamon aber schon. Generell kann man sagen, dass Linux Mint in Sachen Bedienung etwas konservativer ist und sich eher so ein bisschen Windows 10 mäßig anfühlt, während GNOME inzwischen sein eigenes Ding macht. Windows-Leute dürften sich mit Linux Mint direkt zu Hause fühlen.
Kugeln. So ganz gemütlich. Links unten der Startbutton, daneben die Programm-Icons, rechts die Schnelleinstellung, ganz rechts die Uhrzeit, ja, wie Windows halt. Anders als Windows ist Linux Mint aber viel stärker anpassbar. Unter Themen kann man zum Beispiel etliche Farb- und Icon-Schemen herunterladen und installieren und da sind wirklich ziemlich hübsche Sachen dabei. Ich benutze zum Beispiel als Mauszeiger BeButter Modern Classic, als Desktop- und Fensterdesign Adapter Nocto und als Icon Set Breeze. Ist doch ganz hübsch. Das ist auch das Design, was ihr im Rest dieses Videos sehen werdet. Das Hintergrundbild habe ich auch aus den von Mint vorinstallierten Bildern genommen. Grund Nummer 3. Linux Mint macht alles mit Klickibunti statt mit Tippen. Dinge, für die man sonst Terminal-Befehle braucht oder Config-Dateien editieren muss, macht Mint auf Wunsch sehr simpel per Mausklick. Was mich regelrecht erschüttert hat, ich habe mal eben in wenigen Sekunden mit 2 Klicks den Kernel ausgetauscht, also das absolut grundlegende Systemgerüst. Linux Mint ist, sagte ich ja schon, eher konservativ und nutzt den schon etwas älteren Langzeit-Unterstützungskernel 5.15. Wenn man hier in Aktualisierungsverwaltung geht und dann unter Ansicht auf Linux-Kernel, kann man einfach so den aktuellen 6.2er Kernel installieren. Und wenn damit was nicht funktioniert, auch einfach so wieder zurückwechseln. Ja, wow. Kurzer Hintergrund, falls ihr euch fragt, wozu das überhaupt gut sein soll. Im Kernel stecken unter anderem die Systemtreiber. Das heißt, wenn ihr aktuelle Hardware habt, kann es sein, dass Sachen erst mit einem neueren Kernel laufen oder halt stabiler. Kann man ja einfach ausprobieren. Muss man aber natürlich nicht, wenn alles zufriedenstellend läuft. Grund Nummer 4. Alles funktioniert out of the box. Ja, ich weiß. Linux ist aus dem Problembär-Status raus. Auch andere Linuxe laufen super einfach. Wir hatten ja schon mal ein Video über Endeavor gemacht. Aber ich muss sagen, hier mit Mint war das alles noch ein Tacken smoother. Schaut mal hier, das ist die Installation. Einfach ISO runterladen, mit Etcher auf USB-Stick kopieren, beim Systemstart, wenn ihr Windows benutzt, auf Standardeinstellungen ändern oder andere Optionen auswählen, klicken, dann weitere Optionen auswählen, dann ein Gerät verwenden und dann den USB-Datenträger auswählen. Dann bootet der Rechner vom USB-Stick. Hier im Menü einmal Return drücken und dann, wenn der Desktop geladen ist, auf Install Linux Mint doppelklicken, Sprache auswählen, weiter, Multimedia-Codex anwählen und wenn ihr das parallel zu Windows installieren wollt, Linux Mint neben den Windows Boot Manager installieren und los. Ich hatte auf meinem System einfach einen 200 GB Bereich frei, also wo keine Partition hinterlegt war und der Mint-Installer hat das automatisch erkannt und einfach dahin installiert. Im UEFI bei Boot-Reihenfolge auf Ubuntu umstellen, dann habt ihr es. Achso, solltet ihr irgendwelche Probleme haben, müsst ihr womöglich im UEFI Secure Boot ausschalten. Ja, jedenfalls lief dann bei mir in unter 10 Minuten das installierte Linux Mint System. Ziemlich nice. Auch das erste Schrittefenster, was nach dem Starten angezeigt wird, ist super zielführend und auf den Punkt und das habe ich woanders schon ganz anders gesehen. Hier einfach System-Snapshots anlegen, Treiberverwaltung, wo ich zum Beispiel ganz einfach den neuesten Nvidia-Grafiktreiber installieren kann, Aktualisierungsverwaltung, Systemeinstellung, alles was man braucht. Und auch alles komplett lokalisiert, also auf Deutsch. In anderen Distries habe ich schon oft so Sprachmischmasch gesehen. Thema Spiele. Ich kann in der Anwendungsverwaltung einfach Steam installieren. Ja, und dann hier in Steam unter Kompatibilität Steam Play aktivieren. Zack, fertig. Und dann geht fast alles, was ich in der Steam-Bibliothek habe. Das klappt natürlich in den meisten Linuxen so. Aber ich hatte zum Beispiel bei Endeavor mit Steam anfangs einige Themen, zum Beispiel mit Elden Ring, weil das einen Denuvo-Kopierschutz hat und der manchmal Probleme macht. Aber hier in Mint, alles, was ich in Steam gestartet habe, ging. Und während ich bei anderen Linux-Distries oft rumsuchen musste, wo ich bestimmte Programme finde, hatte ich bei Mint so gut wie immer direkt in der Anwendungsverwaltung Erfolg. Auch so Sachen wie das berüchtigte Microsoft Teams gingen auf Anhieb. Einfach hier in Firefox in der Webversion und zwar inklusive meines externen USB-Mikrofons und der Webcam. Lediglich so ein kleiner Schönheitsfehler ist mir aufgefallen, wenn sich mein Monitor in den Stromsparmodus abschaltet und bei Mint der Login-Screen läuft, kann ich den Monitor nicht mit Mausbewegungen oder Leertaste oder so aufwecken. Ich muss dann blind mein Passwort eingeben und erst dann schaltet sich der Monitor wieder ein. Naja, kann man mitleben. Grund Nummer 5, man muss sich nicht umgewöhnen. Das kann man jetzt natürlich schlecht finden, weil man nach dem wahren, echten, einzigartigen Linux-Gefühl sucht, aber Linux Mint funktioniert halt einfach so, dass die meisten Menschen, die Windows kennen, auf Anhieb damit klarkommen. Startmenü, Taskleiste, Kontextmenü bei Rechtsklick und sogar dieses schöne Snap-In-Feature von Windows, dass die Fenster entweder zweigeteilt oder viergeteilt hier so einrastet, alles da. Ich würde sogar die rasante These aufstellen,
feststellen, dass Leute, die sich nicht für Computer interessieren und hin und wieder mal Windows benutzen müssen, das gar nicht merken würden, wenn man denen so ein Linux Mint vorsetzt. Also vorher am besten noch das von Windows bekannte Hintergrundbild einstellen. Oder liege ich da total falsch? Hat das von euch vielleicht sogar jemand schon mal ausprobiert? Gerne in die Kommentare schreiben. Finde ich sehr interessant. Grund Nummer 6. Alles dabei, was man braucht und nichts dabei, was nervt. Klar, das gilt für viele Linuxe, aber gerade von Windows Notebooks kennt man ja das Problem. Bloatware, also irgendwelcher Kram, den man gar nicht haben will. Bei Linux Mint dagegen gibt's das nicht. Dafür alles, was man haben will. Also zumindest hätte ich die Vorauswahl vermutlich überhaupt nicht anders gemacht. Also Firefox zum Browsen, Thunderbird für Mails, LibreOffice fürs Büro und obendrein noch ein paar kleine nette Goodies. Gerne herumgespielt habe ich zum Beispiel mit dem vorinstallierten Hypnotix, was einfach eine schöne Benutzeroberfläche mit frei empfangbaren TV-Kanal und Filmstreams ist. Kann ich chinesisches Fernsehen gucken, heißt, oder MTV oder irgendwelche 80er-Trash-Filme. Wirklich nett. Mein Fazit. Linux Mint ist eine Linux-Distribution, bei der Einstieg extrem leicht fällt. Und zwar auch für Leute, die bislang nur Windows kannten. Wer so ein hochmodernes Cutting-Edge-Linux will, ist hier vermutlich aber nicht an der richtigen Adresse. Obwohl man damit natürlich genauso frickeln kann, wie mit anderen Linuxen, wenn man dazu Lust hat. Aber die Desktop-Umgebung, also das Kernfeature von Mint, ist halt das etwas konservative, Windows-mäßige Cinnamon. Ich muss sagen, dass ich das aktuelle GNOME rein vom optischen her etwas cooler und futuristischer finde, aber so wie ich mir mein Mint hier eingestellt habe, gefällt mir das auch schon wirklich gut. Und ich finde super angenehm, dass ich nach Programmen nicht nervig herumsuchen muss, sondern in den allermeisten Fällen in der Anwendungsverwaltung fündig werde. Es funktioniert halt einfach. Und deshalb werde ich Mint hier jetzt auch erstmal behalten. Und wenn ich aber noch einen Wunsch frei hätte, hätte ich gerne exakt den gleichen Komfortlevel, den Linux Mint bietet, aber mit einem moderneren GNOME und mit Wayland als Compositor, also quasi die Schnittstelle, die den Desktop anzeigt. Mint benutzt hier noch das sehr antiquierte X11.